So, da sind wir wieder zum ESL Think Fast Razor League. Group Stage, Spiel Nummer 2 zwischen Tiny Team und Wolves 5 in der Gruppe C. Erster Spieltag und so weiter und so fort. Ja, TT und Wolves 5, das letzte Game. Ich glaube nicht, dass es nochmal zu toppen ist. Ich bin ernsthaft gespannt, was jetzt noch so kommt. Also ja, falls ihr das vorherige Spiel nicht gesehen habt, tut es. Triple Rapier, die hin und her ging. Und ja, ein Shadowfiend mit nach irgendwie 15 Minuten 10.000 Net Worth Vorteil von dem gesamten gegnerischen Team. Also ja. Guckt es an, es ist sehr unterhaltsam. Wenn nicht unbedingt das spannendste strategische Dota, muss man dazu sagen. Auch interessant, der erste Bann natürlich Faceless Void. Wolves 5 haben darauf jetzt keinen Bock mehr. Aber gut. Naja, also, wir haben einen Faceless Void Bann, einen Razor Bann und einen Death Prophet Bann, wie auch schon letztes Game. Und wahrscheinlich werden wir jetzt hier wieder eine Viper gebannt sehen, wenn ich kein Brewmaster. Aber es ist tatsächlich der Ravage Man, Tide Hunter, der gebannt wird für Tiny Team. Und jetzt haben tatsächlich Tiny Team die Möglichkeit, einen Brewmaster zu spielen. Oder eine Viper. Das sind Möglichkeiten, die man sonst nicht so häufig hat. Mal schauen, ob sie sie nehmen wollen oder ob sie einfach sagen, okay, mach jetzt mal irgendwie First Blick Terrorblade oder sowas. Denn mit fetten, schwarzen Monstern from Hell haben Tiny Team doch gerade ganz gut gefahren. Ja, dafür habe ich irgendwie nur ein Beastmaster First Pick. Was picken die denn da für eine sicke Pocket Strat? Na gut. Ja, Scareth Mage von Wolves 5 ist gut. Die Frage ist, was sie dazu spielen. Ob sie den Ogre picken. Natürlich auch eine gute Kombination wäre. Aber Wolves 5 machen sich, ja gut. Ogre ist es, aber Wolves 5 machen sich, glaube ich, Gedanken, was mit dem Beastmaster zusammenkommt, weil Beastmaster First Pick? The fuck? Was tut Tiny Team da? Ja, was einmal funktioniert, funktioniert noch zweimal. Winning Strategy, the winning strategy, the winning strategy. Mal schauen, ob das Winning Strategy, the winning strategy hier ihn so geht wie Fnatic. Winning Strategy, the losing strategy, the winning strategy. Oder ob sie dann doch hier durchziehen können. Beastmaster Shadowfiend. Das ist super interessant. Bin gespannt, was sie mit dem Beastmaster anfangen sollen. Ob der wirklich hier so viel bringt, wie sie Priorität ihm geben. 5
5 seconds remaining. Reserve time. Legion Commander, Ancient Apparition mal wieder für Wurfs 5. Ziemlich adamant, dass sie die nicht hier sehen wollen. Viper ist tatsächlich noch drin. Wir sehen hier First Pick für Wolves, ob Tiny Team damit okay ist. Denn Viper ist durchaus ein böser Held gegen Shadow Fiend. Auch in der Mitte. Müssen sehen, ob sie da... ob das da gepickt wird. Ob dann Viper Bann kommt oder ob sie eher... Alchemist Bann. Hey. Okay. Ja. Also nein, aber okay. Aber okay, ja. Wolves 5 könnte bannen, was sie wollen. Aber ich sehe so ein bisschen schon, dass sie hier eine Viper picken könnten. Das ist ein sehr starker Hero einfach. Und es ist der Witch Doctor, der letztlich gebannt wird. Ja, starker Held auch ohne Void. Stimmt schon. Mit genug Lockdown, wie beispielsweise ein Beastmaster Roar. Zwinker, Zwinker, Nudge, Nudge. Könnte das durchaus cool, gut funktionieren. Hätte funktionieren können. Schwing, schwing. Wolves 5. Müssen Sie sich jetzt entscheiden, was für eine Strategie spielen Sie? Aerith Mage, Ogre Mage würde sich Roaming anbieten. Dafür bräuchte man relativ stabile Lanes. Und nicht unbedingt einen Ganker. Nicht wie im letzten Game hatten Sie halt den Nightstalker, um zu ganken. Jetzt könnten Sie das mit den Supports machen und bräuchten eventuell, also müssten nicht unbedingt so einen Ganker haben. Sondern Heroes, die mit einem Gank was anfangen können auf der Lane. Was wie ein Stun oder so. Oder ein Clockwork. Clockwork Seraph Mage ist durchaus eine coole Combo. Und ein Clockwork, der Rotating Roaming Support bekommt, kann durchaus doch schon für Kills sorgen. Außerdem ist Clockwork immer wieder ein geiler Held. Einer meiner Lieblingshelden. Auch gegen solche blinkenden Shadow Fiends oder sowas. Ganz interessant. Außerdem cool gegen Beastmaster Hawk, denn das Ding bringt Kohle und man kann es ständig abschießen. Mal schauen, ob es eigentlich ein Tinker wird mit dem Beastmaster zusammen. Bieten sich da doch einige coole Dinge an. Oftmals als Counter gegen Tinker, wegen dem Hawk, dem Scouten, aber... Ach Leute. Wir wollen hier Dota sehen. Wir wollen... Okay. Troll Mode activated. Tiny Team packt den Patch aus. Ich würde sagen Patch Techies, aber Techies sind hier leider nicht drin. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall. Man hat im letzten Game gesehen, dass TT doch schon die Nase vorne hat, generell im Spiel. Und doch das in dem Sinne stärkere Team ist, was sie gezeigt haben. Dementsprechend präsentieren hier uns Tiny Team immerhin spannendes und spaßiges Dota. Ich weiß nicht, wie das für Wolves 5 aussieht, aber immerhin der Zuschauer oder die Zuschauerin kriegt bei uns immerhin was geboten. Patch, Shadow Fiend, Beastmaster. Ja, es ist jetzt hier in dem Szenario vielleicht eher nicht ein, wir können euch mit allem besiegen. So als Flame, sondern mehr in die Richtung, okay, wir haben wohl die Nase vorne, es wird wohl ein einfaches Game für uns, also machen wir es halt wenigstens spannend. Nicht unbedingt spannend, es denn wir müssen uns handicappen, sondern einfach nur, lass uns mal ein bisschen Bock haben, müssen einen Patch machen.
Ja, keine Ahnung. Wolfs Game machen, Wolfs 5 machen vielleicht ein bisschen mit. Einfach nur als, ja, Quop ist ein schlechter Hero. Aber, ist auf jeden Fall mit Pudge und Pudge gegen Quop ist doch schon interessant. Die Frage ist aber auch halt, ob sie vielleicht hier nicht Pudge Veno picken wollen. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass Beastmaster hier offline ist, Shadowfiend in der Mitte und dann Pudge Veno Support oder sowas. Es ist doch eine sehr gerne gespielte Pub-Combo. Come on! Uska ist jetzt nicht wirklich ein witziger Hero. Pudge Veno wäre cool. Uska. Übrigens, PS, also es gibt so ein Konzept, das nennt sich Supports. Vielleicht sollte dein Team da mal was tun für. Wird wahrscheinlich Pudge sein und vielleicht Beastmaster, aber hey. Easy Support, Uska. New Meta. Oh, kein Old Shit Flame. Na gut. Silencer-Ban für Wolfs 5, okay. Hätte Fahrradkette, echt? Nee. Echt nicht. Rechte Stacken im Veno. Veno Level 1 Gale und Level 1 Rot. Und einfach auf die Lane laufen und Klopfgurk töten. Der muss halt sehr, sehr schnell koggen, um da irgendwas zu tun. Also mit diesem Husker da hinten dran, glaube ich, wird er da nicht so einfach wegkommen. Aber mal schauen, was sonst noch so für eine coole Combo ausgepackt wird. Putgemit. Putge plus X. Wolfs 5 Buns brauchen jetzt irgendeinen fetten Carry. Oder den Mirana. Oh. Ox Arrow wäre durchaus eine Möglichkeit gewesen. Aus dem letzten Game. Ja. Lief es doch schon so einigermaßen immerhin. Hätte man mit der Mitte mithalten können. Und das bei ständigen Ganks. Venom Assassin vielleicht. Spectre. Ja, nee. Spectre in dem Game wahrscheinlich eher nicht. Oder auch eine Naga, aber ich glaube nicht, dass sie Radiance fertig bekommt. Irgendwas, was. Ja, evasive ist. X-Carry. Ja, Tiny Team müssen jetzt nur noch einen X in den Wald stellen oder sowas. Ah, ein Wraith. Ach ja, ja. Genau das ist eigentlich der Carry, nach dem ich gesucht habe, ja. Wraith King. Perfekte Carry und natürlich einen Meepo. Warum denke ich eigentlich nicht mit? Das ist so der offensichtliche Pick. Sorry, dass ich hier so versage in meinem Draft-Vorhersage. Also das war eigentlich offensichtlich. Aber ich habe noch so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht Inka, vielleicht Aches, dann Bloodseeker. Aber ich glaube, der ist hier gar nicht drin, nee. Oder? Ja, ein Spiritbreaker wäre vielleicht auch noch möglich gewesen. Aber klar. Meepo als Last Pick. Meepo Husker Patch. Natürlich. Also, Wolfs 5 haben definitiv falsch gepunt. Also, das hätte man aber sehen können. Oh, Mann. Oh, mein Dude. Und in-game. So, Team TT, Team Troll, spielt mit Cole in der Mitte auf dem Shadowfiend. Und, keine Ahnung. Dementsprechend fange ich bei Wolfs 5 an. Die, ja, Pudge hat natürlich Disconnect. Muss erst das Seeker Bleed und Abandon sagen. Und dann ist es Pudge-Niveau. Pudge-Niveau. So, ja, easy. Disconnect, Reconnect. Okay, wir haben auf der Seite von Wolfs 5 die und Seeker Bleed. Nein, Mickey Now. Auf dem Ogre-Magier und dem Scareth Mage. Dominos in der Mitte auf der Quop. Wraith King auf June wird nach oben auf der Tri-Lane gespielt. Zu guter Letzt Tapion auf dem Clockwork auf der Offlane. Ja, okay, das TT mit der Ansage sagt hier, fuck them up. Go on top and kill them. Das ist natürlich ein relativ guter Plan. Noch niemand was gekauft hat, außer Meepo. Weiß nicht, ist das ja. Es wird natürlich ein Basilus, aber. Nee, oder halt Tranquil Woods. Unsicher. Aber es sollte eigentlich. Moment, wir haben LeBron, der den Support meistens macht. Und. Eigentlich Cut 4 KM. Ja, okay, dementsprechend sind
Patch und einen Beastmaster Support. Und Funny wird wohl Mitte, nee, wird wohl Carry gehen. Und das lässt GG auf der Offlane, es sei denn, sie gehen aggressive, was natürlich auch sein kann. Ah, cool. Dieses Blau, dieses schöne, wunderschöne Blau hier dran. Oh ja, gut. Ist ja disconnected gewesen. Und nicht reconnected. Clockwork macht immer auch kurz einen Disconnect. Reconnect. Wenn wir schon gerade dabei sind. Gib mir nicht mein Pub-Game. Los! Okay, sind wieder da. Team Patch, Team Troll, Troll, Trollolol, Team Patch, Team Pub, Team Putke. So, die ganzen Wortwitze, glaube ich. Muss ich erstmal alles aus mir raus bespudeln, sonst kommt das in ungewöhnlichen Momenten, wo ich anderes zu tun habe. Ah, noch eine Minute. Ja, TT muss seine Autohook-Skripte aktivieren. Kann ich voll verstehen. Wenn wir schon Patch spielen, wollen wir auch keine Hooks daneben werfen. Ich werde auf jeden Fall versuchen mitzuzählen. Halten ein schönes. Erster Hook gemisst, zweiter Hook gemisst, dritter Hook gemisst. Easy. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ihr solltet dieses Spiel von mir keinen professionellen Cast erwarten. Dafür ist das Game. It's too broken. Also klar, es kann auch voll nach hinten losgehen. 5K wischen einfach TT das den Spaß aus dem Gesicht, aber ja. Go Dota. Heißt es jetzt Go? Oder heißt es jetzt anfeuern? Oder Junge? Ach, Junge. Putke. Ja, zu lange gewartet. Der 5K, ne? Go next. Easy. Okay. Zeit für Trivia. Irgendwas, wo hier Overlays basteln. Wait. Ups. Okay, das war eine Makro-Taste. Warum ist P meine Seifu-Makro-Taste? Was habe ich hier für Makros an? Wait a minute. P? Warum P? Eine Makro-Taste auf P. Ja. Ah, wie auch immer. Anyway, P ist anscheinend Seifu. Na gut, wie auch immer. So, was haben wir denn jetzt hier? LeBron. Shadowfiend scheint in die Mitte zu gehen. Patch, Boots first, na klar. Benny testet seine Poof-Skills. Beastmaster scheint Support zu sein. Kauft aber auch nicht so viel. Uska wird mit Boots und Tangos ausgestattet und geht auf die Safe Lane. LeBron unterstützt ihn dabei und Funny als Meepo. Ja. Geht auch nach unten. Ist jetzt ein Support Meepo? Sieht danach aus, ne? Also tatsächlich Offlane Patch. Okay. Offlane Patch. Und ich hab Lags. Even hat Lags. Ich hab Lags. Okay. Mal schauen, ob das schnell wieder weggeht. Ja, okay. Oscar läuft einem Clockwork hinterher. Ein bisschen zu weit vielleicht. Leute, ihr müsst aufpassen.
Beastmaster unterstützt sie da hinten. Aber jetzt sind auch noch Meepo da. Und hier gibt's Action. Slow ist da. Jetzt kommen die ersten Hits und direkt Damage drauf auf Queen of Pain. Beastmaster noch da. Da kommt auch noch Tapion direkt. Danach sollte vielleicht weglaufen. Noch können sie es tun. Puff trifft tatsächlich Double Damage auf Huska. Achtung. Hitte tatsächlich. Jetzt müssen sie ja da auch aufpassen. Aber Huska könnte hier eventuell das First Blood sein. 8 Leben. Und, ah, das hätte leider nicht den, sonst hätte es übel werden können. Muss die erste selber treffen, aber erst sieht es so aus, als ob TT diesen Anfangsfight erstmal verloren hätten. Nicht so viel, aber natürlich prinzipiell ist genau das passiert, was man von dem Lineup erwartet hätte. Erstmal zu dritt, zu viert an einer vollkommen irrelevanten Stelle irgendein Engage machen. Und irgendwie so nicht so Engage, sondern so irgendwie so komisch. So, Patch wird jetzt gegankt. Und wird vielleicht sterben. Erster Stun. Slow. Zweiter Stun. Und First Blood. Joa. Ne? Yeah. Mal schauen, TT. Bin echt gespannt, was da so läuft. Ping, 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 ping. Ja, da kommt die Sentry. Und, oh, Smoke. Oh, das ist bitter. Die wurde, glaube ich, gesehen. Mit, glaube ich, meine ich ja. So, ich habe das Gefühl, dass Shadowfiend etwas defensiv spielen wird. Oh ja, man sieht schon, das hier ist seine Corner. Pink Ram aus und Patch ist sehr, sehr aggressiv dann doch. Ja, und Shadowfiend wird da erstmal nicht rauslaufen. Dann kommt raus, Slow, sehr, sehr viel Slow. Erst es dann trifft, die Frage ist halt, ob er es juken kann. Das ist ziemlich viel Damage, was da rauskommt. Eventuell kann er es turnen. Damage over time ist nicht ausreichend. Bob versucht da noch. Ah. Und letzter Hit, Disjointed nicht. Shadowfiend kriegt den Return Kill 1:1, aber an XP natürlich ziemlich viel in favor of Wolves 5k. So, jetzt haben wir auf einmal einen Chase. Wir haben einen Meepo, der sein Netz trifft. Und damit relativ schnell den Gareth Mage umbringt. Aber der Ogre kommt weg. Huska ist da. Verliert auch ein bisschen sein Leben. Und, Leute. Jetzt kommt... Oh, das reicht tatsächlich. Seriously. Lockwerk holt sich den Geld. Einfach weil... Tower. Siehst du, hier sterben Leute im Tower. Was ist das? Der einzige, der glaube ich noch normal spielt, ist Cole hier. Und ja, ein Beastmaster, der jungelt. Ein Meepo, der auch jungelt. Na klar! Und ein Patch, der stirbt. 0:2 für den Patch. Boots hat er jetzt, aber naja. Sehr gespannt. Was dann sonst noch so rauskommen wird. Mal schauen, noch wie aktiv oder irrelevant der Meepo hier wird. Sehe noch Level 2, noch nur ein Meepo. Holt sich schon erstmal schön diesen Creep, den er nicht bekommt. Ja, Clockwork ist oben. Na gut. Schon so, wenn die hier in den Wäldern stehen, dass da vielleicht was passieren wird, aber nope. Da ist ein Scout Hawk. Das Scout Hawk steht irgendwo in der Ecke. Mal schauen, Pootke. Wie viel Impact Pootke wirklich noch haben wird oder überhaupt sich June feedet. Jetzt könnte June ein Problem haben: 300 Leben, Hook Level 2. Aber die Supports warten halt schon. It's a trap. Dann kommt raus. Ja, hä? Was erwartest du? Level 3 Hook gerade bekommen. Oder gerade geskillt dann und dann. Damage 270. Pure Damage von der Hook. Fertig. Nichts anderes ist passiert. Hä? Hier, da kommt eine Quap. Ja. Der Boar stirbt gegen den Tower. Beastmaster läuft casually einfach dran vorbei. Neckwop.
Jetzt haben wir zwei Mipos, die gleichzeitig pullen, aber es hier nicht ganz schaffen. Nun gut, der zweite Smoke, ne. Der zweite Casual Gank kommt jetzt hier von TT. Nein, gegen TT von Wurfs 5K. Und wir schauen uns mal die Lastets an. Die Lastets sind riesig in favor of TT. Wie viel müssen die denn noch machen? Ja, natürlich, da findet ihr den Tower. Na klar. Damage reicht aber nicht aus. Hier zurückziehen. Huska ist auch noch fein. Hört auf ihn. Trifft auf Noga. Der vielleicht ein bisschen zu nah dran ist, ja. Cole merkt jetzt, okay, da ist kein Support hinter, der läuft einfach nur daher. Okay. Ups. Sandy. Finden sie da was? Hat einen Bohr gespawnt. Die Frage ist, ja, wird ihm halt auch nichts bringen, weil da so eine gewisse Haste-Rune drauf ist. Oga kommt vorbei, holt sich noch die XP und 3 zu 6 für 5K. Wraith King kommt gerade so weg. Okay, nevermind. Ein Hit, kein Damage. Na gut. Meepo holt sich tatsächlich den Wraith King hier. Ja, sie kriegen Kills, aber irgendwie nicht die wichtigen, nicht die richtigen Kills. Und Meepo farmt tatsächlich auch die Gegner. Ja, Dominus in der Mitte ist relativ gut dabei. Er hat irgendwie nur 15 Last Hits. Wie gesagt, also hier, Paul dominiert halt seine Lane einfach viel zu stark. Mit 37 zu 21 hat mehr Denies als die ob Last Hits hat. Ist halt schon krass. Wir schauen, wo demnächst was passiert. Ich prophezeie unten. Nein. Ich provoziere Mitte. Denn da kommt ein Putke rein. Putke wird sich jetzt hier hinstellen. Und Putke wird eine Quop versuchen zu hooken. Mit einem Level 3 Hook wird das allerdings schwierig sein. Ja, nicht ganz. Aber nice try. Warum nicht? Eventuell wird hier unten was mit dem Scarith Mage passieren. Ist bereit dahin zu gehen und jetzt kommt vielleicht der Go hier? Nee. LeBron wird hier gescoutet, könnte jetzt... Nee. Okay. Nee. Na gut. Nicht ganz sicher. Scarith Mage kommt hier in den Dschungel, könnte eventuell Funny treffen, der aber nicht so wirklich low ist. Auch noch kein Silence geskillt. Jetzt ist aber ein Scarlet Mage, der da so ein bisschen alleine vielleicht drin ist. Allerdings haben sie, sind sie auch nicht in der Position reinzugehen, das hat aber Huska nicht ganz gemerkt. Ja, easy natürlich, ab in die Mitte Ulti rein. Zack, 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 zack. Und ja, aber nicht weiter passiert, außer dass... Also, ja gut, der Scream kam halt voll in die Magic Immunability. Nichts gebracht. Aber tatsächlich hier... 2 zu 3 der Trade. Hat mich doch überrascht. Und der Hook trifft tatsächlich. Ja. Und auch mit dem Kopf hilft es nichts. Missklick, ja, das hat man gesehen, aber hey. 8 zu 7 jetzt doch. Die hammert einfach ein bisschen Farm. GG. Ja, gut Game, aber. Also, you know. Das sagt man nicht im Allshit. Aber egal. Ja, auch gut, Game passt halt hier im metaphorischen Sinne. Aber nicht, was es auslöst. Hier oben Go gemacht auf dem Meepo. Dann ist auf. Die Frage ist halt, ob er wegkommt. Ja, schönes Akku-Toggling. Und es sieht so aus, als ob er erstmal wegkommt. Ja, den neigt sich. Zu früh, die zwei Hits. Oh. Oh, Meepo. Der Avenger noch überlebt. Ja, ein bisschen off the mark. Mal schauen, ob irgendwelche Items irgendwann rauskommen. Jetzt hier sieht es nicht danach aus.
Illusion Rune auf der Queen of Pain. Clockwork ist fast Level 6. Ja, mal schauen. Nächster Hook. Nächster Versuch. Aber finden jetzt erstmal in der Mitte einen Shadowfiend, der es aber noch gerade so entkommen kann. Und jetzt wurde er aber gefunden hier. Allerdings hat sich der Clockwork da nicht so ganz gewusst, wo er mit er sich anlegt. Beziehungsweise wurde er halt auch gegoat. Hat wahrscheinlich die Cox verkackt. Aber jetzt wird hier Beastmaster gefunden und geht easy down. Allerdings ist jetzt hier Puff Puff da. Und sorgt erstmal relativ schnell dafür. Und auch der Hook trifft auch auf Dominos, das ist bitter. Die richtige Seite rausgeblinkt, aber mit einer Haste Rune auf dem Shadowfiend hilft es nichts, ist ausgecleant. Und Meepo hat natürlich auch den letzten Support geholt. Das war der Ogre Magi. 12 zu 9 tatsächlich. Muss jetzt doch irgendwie eine Spielweise gibt, aber halt auch der Farben von den beiden sich auszahlt. Besonders auf DG, der jetzt hier keine Angst vor dem Clockwork haben muss. Patch ist halt noch so ein bisschen. Ja, wird jetzt hier gegoat. Slow ist da und. Patz. Und Patch macht einen weiteren Feed. Oh, Hit kommt, 9. Was? 51 Leben. Ja, gut, okay. Hat nicht ganz gereicht. Ich dachte irgendwie seine Armor. Naja, 22 Reduktion von 100. Na gut, never mind. Muska wird low, aber kann sich ja doch einfach wieder regeneraten. Und Beastmaster findet hier einen Scarith Mage, den er mit dem Roar auch dann down bekommt. Zusammen mit seinem Fellow Beast. Ups, ja, dieser Ogre Magi wollte eigentlich, glaube ich, da nicht drin sein. diesen Stun missen ist aber auch sehr okay. Der Hook war ein bisschen komisch und auch ein bisschen übertrieben, habe ich so das Gefühl. Und ich glaube, dieser Putsch ist tot. Jupp. Oh, vielleicht zu viert lässt sich was. Hä? Please, Volvo, no. Ich hab so das Gefühl, dass gleich jetzt die Server weg sind. Loading, loading, loading. Okay, doch. Jetzt sind wir wieder hier drin. Was auch immer das war. Ja, zu fünft haben sie den Husker bekommen. Finden jetzt den Beastmaster allein, der jetzt auch tot ist. Auch mit dem Multicast auf jeden Fall. Hook von Patch trifft, aber leider das Einzige, was ihm das bringt, ist, dass er dann jetzt stirbt. 14 zu 5 auf dem Board. Ah, wir haben auch ein paar Tower, die noch gepusht werden. Mit dem Tower pushen sind 5k jetzt doch nicht so weit. Außerdem haben wir noch Meepo, der am gut farmen ist. Ja, June macht das richtige und TP'd erstmal schnell raus. Und seitdem haben wir vielleicht einen Ogre Magi, der dachte ich alleine wäre, aber das weiß Cole leider nicht. Dementsprechend macht er da keinen Go drauf. Ping, 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 ping. Lass mal die Mitte durchmachen. Ja, Wuss 5 sind gerade stärker im Teamfight gegen ein paar Feeder, wenn sie weiterhin das so machen. Frage ist halt nur, ob das halt so ist. Jetzt wird es auf einmal eine Kopf gefunden, die aber einfach mal stehen bleibt und der Hook misst. Okay. Smoke war auf jeden Fall nicht so effektiv.
Und es sind halt drei in der Mitte. Da könnt ihr hier durchaus was passieren für 5K. Ah, Beastmaster scoutet für den Patch. Na gut. Zack. Würfer und Kill. Schön gemacht. Aber auch noch relativ einfacher Hook. Auf der Bottom Lane haben wir einen Meepo, der gefunden wird und nochmal schnell pufft, bevor er stirbt. Oh, aber es hat auch nichts hilft. Ruska hat noch die Queen of Pain down bekommen, aber mehr soll es nicht sein. Und noch Clockwork musste schnell rausdipien. Sonst hätten ihn die Feuerstacks auch noch gekillt. Jetzt haben wir allerdings zwei Leute, die so ein bisschen zwischen allem sind und ein Problem haben. Nämlich, dass ein paar Leute da drin sind. Boah, ist gemacht. Hook trifft dann auch. Bin weit hinten, damit halt das Ulti weit hinten ist. Und das Ulti perfekt gesetzt. Und auch den Wraith King dann gemacht. Ja, Mystic Flare knapp daneben und der nächste Hook trifft auch wieder. Hier kommen Hook auf der Hook und der nächste, nee. Oh, er stirbt noch. Beastmaster geht down, aber Hook, was? Schöner Hook. Und holt sich den Kill hier. Auf der anderen Seite noch. Rapion wird ein Problem haben, hat keinen Mana mehr, aber wird hier wahrscheinlich von der Urne austicken. Nee, hat noch Bottle Charges, sollte okay sein. Und jetzt räumt die Quop auf. Delfin kann gerade so rausziehen. Fight-Tricker, 1 gegen 1, ja. Patch steift und holt sich Pakets, ja, wer hätte das gedacht. Ja, Stun kommt er nicht ganz rein. Das ist bitter, da hätten sie definitiv einen Kill haben wollen. Vielleicht jetzt. Low Stars, Stun ist auch da, kriegt aber noch Stun hier raus. Und kann sich jetzt näher turnen. Mystic Flare hat da nicht so wirklich viel getan. Aber finden sie letztlich. Jetzt noch Multicast, zweifach. Stun kommt raus, kann noch vorher noch den Roar rausholen. Holen sich jetzt erstmal das Skyrath Mage, den sie isolieren. Beastmaster ist schon down. Patch ist aber mittendrin. Macht mit dem Rod auch einigen Damage. Allerdings ist ein 4 drin, was vielleicht nicht so dolle ist. Und stirbt hier auch noch. Bisher 3 zu 2 der Trade. Beziehungsweise bisher sind es 2 Feeds gewesen von TT. Die sie da rausgeholt haben. Gank Meepo, please, ja. Er ist schon 4 Meepos. Argonims ist in 250 Gold dabei. Ja, Meepo sollten sie vielleicht ganken, das stimmt schon. Aber, ja. Andererseits macht es viel mehr Spaß, wenn sie auch wirklich Kills bekommen. Der Cox und... Oh, die geht genau rein und richtig schönes Ulti hier. Haben sie zu spät gemerkt, um das zu unterbrechen. Und eventuell kriegen sie hier noch mehr. Uga Major ist da unten noch. Könnte nächster Blink. Ja, und ja. Holen sie hier den einfachen Kill, aber Mystic Flare, schön gesetzt von die. Einfach einen relativ einfachen Kill beschert. Oh ja. Ah, damit würde Wraith King wohl doch nichts zu tun haben. Wenn ihr überlegt, kurz hinterher zu laufen, aber auch nicht ganz. Immerhin, der Tower oben ist down. Und die Queen of Pain könnte mit diesem. Ja, nein. Gegessen. Wird auch noch erfolgreich von dem Patchhook getroffen. Was halt sehr bitter ist. Der hat ständig auch mit dem Patchhooks da, dass sie landen und auch noch treffen. Eben nicht da reinlaufen, aber Huxlau landen gerade ziemlich gut von Cat vorkam. Tatsächlich auf Forstaff. So blinken, Mann. Blink ist der neue Forstaff. So, und ich fange wieder an zu laggen. Sehr schön. Na gut. Voll Farb weiter. Vom Networth an. Jo. Easy 4, 5k vorne. Aber es sind auch jetzt schon 20 Minuten um. Weit vorne wie letztes Mal sind sie nicht. Aber dafür haben sie einen wesentlich spaßigeren Draft. Und natürlich Biotis da oben drauf. Genau zur richtigen Zeit. Beastmaster Place, ja. Hawk wurde gefunden. Hypion
schnappt sich den Tapion mit einer schönen Rocket, was halt der Vorteil von so einem Clockwork ist. Hook rein, findet hier immerhin den Putsch, aber der holt ihn ziemlich schnell down. GG steht jetzt hier drin. Mal wieder das Quap Ulti ins Nichts, weil er zu viel Magic Invulnerability hat. Muss hier raushocken. Schafft es noch rauszukommen. Meepo ist low, aber es bringt halt auch nichts. Und Meepo ist halt schon ziemlich strong hier. Kann noch gerade so rausbeamen, aber Ignite holt dann doch den Meepo down. Die Frage ist, ja, sind doch einige hier, kriegen auch nicht zum Patch down. Allerdings, June ist sehr, sehr low und stirbt dann hier doch noch. Double Kill für Cole. 4 zu 3 ist der Trade. Not bad. Aber halt auch wieder einen sehr kritischen Engage. Aber sie haben die Meepo gekillt. Immerhin das dritte Mal. Na gut, okay. Ich dachte, das wäre schon... Ja doch, ein paar Mal ist er schon gestorben. Na gut, Grafenzeit. Langweilig. Langweilig. Itemzeit. Ja, Beastmaster, BOTs only, okay. Hutke geht leider auf einen Forster von statt einen Blink, schade. Tapion geht gerade auf den Sterben. Und ja. Voll Blink und Linkens tatsächlich. Das ist jetzt zu eben. GG macht den nächsten Kill. Ah doch, Dominus scheint es zu beleben. Und GG. Killt sich hier im Tower. Warum nicht? Hook auf Dominos und Kill. Schön gemacht, aber jetzt könnte der Patch ein Problem bekommen. Wenn hier irgendjemand kommt, aber Beastmaster kommt vorbei mit einem Roar, Hook. Ein Hook ist ready. Schön vorher noch geblockt, aber der Rod reicht halt auch noch aus, um den zu holen. Nein, Hook off the mark. Eigentlich wollte ich doch die Items erklären. Aber too much is happening mit einem Hutke. Daher könnt ihr vielleicht in die Woods rausstaffen und sich ein bisschen näher ranholen. Ja, sieht auch der Fall aus. Nein, falsche Richtung. Na gut, da oben geht's auch. Okay, Itemzeit. Ja, Meepo mit Agams und Huska mit dem ersten Armlet. Oder dem letzten. Aber 5 Hearts kannst du drauf kaufen. Wraith King hat den Blink und Maelstrom ist relativ gut dabei. Queen of Pain geht auf Hex und hat ihn auch tatsächlich auch bald. Lockwork, Force Death, Scareth Mage und Ogre Mage hat tatsächlich schon seinen Blink. Schöner Juke. Und dann whoops. Und ein Scareth Mage dahinter. Oh Mann. Ich wollte schon gerade sagen, schöner Juke. Also, nimm du den Hook mal. Jupp. Ja, der Hook war auch nichts. Hui! Und Stun und Stun und Kill. Gut gemacht, Huska. Ja, und Cole sagt sich, nope, ich werde nicht weiter feeden. Patch hätte es durch noch gemacht, wenn er den Clockwork gehuckt hätte, hätte er einfach Cox Force Death gemacht, dann wäre Patch auch tot. Meanwhile, Meepo pusht Tower. Und farmt. Ja, an Platz 2 vom TT-Networth, an Platz 3 insgesamt. Aber auch Quap ist noch drüber. Hat jetzt ihr Hex jetzt fertig. Sollte solche Hex jetzt anwenden, aber gut, hat keinen. It's a trap. Ups, da kommt sehr schöner Stream. Sollte vielleicht ja mal der Hex benutzt werden. Da wurde benutzt jetzt, zack. Und auch schöner Kill. Schöne Trades, allerdings haben wir da jetzt noch so ein... Ups. Mit dem Blink haben sie jetzt nicht gerechnet. Und Cole holt sich dem, was er ihm eigentlich gehört. Das ist auch ein Maelstrom. Kriegt den Stun in die Fresse, aber der Hook könnte... Ja, Hook wird nicht kommen, wird einfach ein Rod of Dismember kommen. Oder ein Hood. Puck. Ein Hook muss natürlich auch hauptsächlich auch nur benutzt werden, um den Kill zu bekommen. Damit den nicht irgendwie so ein pesky Shadowfiend klauen kann. Denn wie wir ja gesehen haben, war der Hook definitiv, also war der Kill definitiv für Patch. Hat doch die meiste Arbeit gemacht. Wait. Ja,
Typische Hook-Position von Putke. Aber ich glaube, da wird erstmal niemand zum Deffen kommen. Na, wird er dort noch 10 Sekunden warten müssen. Und GG wird einfach Highground gehen, natürlich. Oh ja. Bossnerf? Ja. Ja, GG wird. Schön der Forstelf, ist er irgendwie in einer Position, wo er vielleicht nicht ganz rein will. Und stirbt da oben. Allerdings komplett pfeift. Moment, hä? Huskar ist da reingesprungen? Und dann waren alle tot. Hä? Was passiert hier? Ich will eine Replay-Funktion haben. Oh Mann, ja, easy hook. Because Hawk und so. Aber, ah, schade noch. Noch ein 4-Step, sonst hätte er überzeugend hier noch einen Kill zu bekommen. 15-2-9 auf die Schilfin. Ja, Fontencamping ist angesagt. Na klar. Und schon mal ranhucken auf den Patch. Hätten sie den Patch und der nimmt sich jetzt auch das Leben mit einer Mystic Flare. Jetzt haben wir noch zwei Leute, aber Blink für Cold ist vorhanden, von daher kein Problem auf der Seite hier erstmal. Oben, Meepo macht Split-Push. Leute, Meepo hat nicht ganz mitbekommen, was hier eigentlich Sache ist. Wo ist der denn? Muss gefälligst hier stehen. Bringt den Patch, der hier steht, und Beastmaster, der hier steht. Blink Huskar natürlich. Oh, guck mal da, hallo. Brau. Hin und her. Die ganze Zeit nur am Fliegen, oder? Oh, guck mal da, ein Beastmaster. Ja, weiß ich nicht, ob der da rein wollte. Habe ich nicht so das Gefühl. Ups. Ja, 2-0, danke. Also gut, Ogre ist ja gestorben, ja, aber. Ja, Hook wäre ready, aber nichts anderes ist ready. Vielleicht hätte er damit noch eine Sekunde warten sollen. Ups. Okay, das war Feed. Oh, was ein schönes Netz. Batz. Aber nichts da. Und auch Skywith Mage geht down. Natürlich, Buybacks von Ogre-Magier. Warum nicht? Hat die Hex gefunden und... Scream Death. Sehr schön gemacht. Und zurück in die Sicherheit. Da ist noch der Shadow Demon, aber... Oh, jetzt kommt der Stun. Nach der Dingens. Okay, das war vielleicht nicht so gewollt, aber jetzt kommt der Rose-Tutorial mit einem Ulti. Und Meepo kommt jetzt rein. Das räumt er auf. Wraith King kriegt die Shadow Fiend Godlike Streak. Die Frage ist aber, was er damit machen kann. Einfach rauszufielen. Puff, natürlich ein bisschen zu spät kam. Aber jetzt kommt das nächste Netz. Das ist dann. Und jetzt muss es um sein Leben fighten. Das schafft er sogar. Also gegen einen Meepo. Aber einer ist ja nie alleine. Dann kommt auf den Meepo schon noch drauf. Oh, mit Trollerloi. Trollerloi. Ja, natürlich denken, klar. Denken 2. Und LeBron überlebt das tatsächlich, weil einfach die. Das bringen sich. Oh, oh, naja, okay, er hat Bottle. Ah, dann kommt der zweite noch, dann kommt der zweite noch. Baff, baff! Ja, rennt zurück und tötet sich selber. Sehr schön gemacht. Und Putke holt sich auch noch den nächsten Kill. Triple Kill für Putke. Putke, Putke. Ja, die Rex leben noch. Ah, ne, Quatsch, hier jetzt. In der Range. Mini-Rex. Sind noch zwei Mini-Rex da. Hook daneben, was soll das? Und ja, Ogre macht wieder das, was er am besten kann, nämlich Ultis ziehen von Huskar. Und klar, jetzt wird erstmal Putsch, was? Gehuckt? Wo ist denn hier der Hawk? Nicht vorhanden, okay. Blinder Hook. The Fuck. Gut gemacht. Hä? Warum? Warum? Warum geht er da hin? Ja, und Shadowfiend natürlich auch. Hook gemisst, schade. Und Tapion fängt sich jetzt, ah, nach dem Hook. Ziemlich schnell down. June versucht sein Bestes hier noch dagegen zu fighten.
Und dann noch sein Ulti, aber kann halt mit dem Netz einfach nichts machen. Wird komplett gekitet. Keiner da dem irgendwie helfen kann. Oh, und das Requiem macht einiges an Damage. Triple Kill für Cole. 70 Sekunden für die beiden Cores. Ja, Mega Creeps sind schon. Ich glaube... Oh, okay, Oga versucht da wegzulaufen. Oh, well played. Professionell Dodo. Ja, das war die ESL Thinkfast Razor League Finals zwischen Team Tiny Team und 5K in der Gruppenphase in der ersten Gruppe C. Ich bin Sessus und Dota und viel Spaß beim nächsten Mal. Tschüss!